Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Tja, ich stehe hier am Supercharger Prag und möchte euch von einem sehr interessanten Telefonanruf erzählen, den ich eben bekommen habe. Es rief bei mir Tesla Deutschland aus München an, eine Verkaufsabteilung. Man hört im Hintergrund, dass das nicht die einzige Dame ist, die dort telefoniert. Da wird reichlich telefoniert. Und ich wurde gefragt, ob ich meinen Tesla Model 3 nicht schon im Februar haben möchte. So. Heute haben wir den 10. Januar, Februar, das heißt, das sind, ich sag mal, 4, 5, vielleicht 6 Wochen. Dann könnte man tatsächlich einen Tesla Model 3 in Deutschland schon ausgeliefert bekommen. Also an alle, die noch zweifeln, die Dinger kommen jetzt. Allerdings hängt das natürlich davon ab, was man da bestellt hat. Ich hatte eine relativ, ja, ich sag mal, normale Kombi bestellt. Also blau metallic als Farbe, Long Range, gibt ja nichts anderes mit der Premium-Innenausstattung. Die Felgen habe ich noch bestellt gehabt und den Autopiloten habe ich aktiviert. Das waren die Themen. Allerdings ist das Auto dann in einer Preisklasse von, ich glaube, fast 64.000 Euro oder sowas, vor aller Rabatte und Abzüge, nicht Rabatte, aber diese Umweltprämie geht da ja noch runter und der Tesla-Rabatt, das war schon eine Menge Holz. Ja, nur so als Nachricht, also die Fahrzeuge kommen jetzt und das hat mich auch dazu bewogen, mir das Ganze nochmal etwas genauer anzuschauen. Ich fahre ja seit Sommer letzten Jahres ein Tesla Model S dauerhaft, bin absolut zufrieden, ist ein 85er, kein P, ganz normal, aber mit Allrad, mit Autopilot 1 und mit kostenlosem Supercharging for free, das heißt meine Treibstoffkosten, ich spare geschätzt über den dicken Daumen 1.000, 1.500 Euro im Jahr, würde ich sagen, mindestens durch meine Fahrweise spare ich da ein, also ein 100er im Monat. Ist gar kein Thema, dann bist du schon bei 1200 Euro Ersparnis im Jahr. Also das lässt sich mit dem Tesla Model 3 nur für 6 Monate realisieren. Da kann man mit einem Referral Code tatsächlich 6 Monate kostenloses Supercharging kriegen. Könnt ihr auch machen. Ihr könnt meinen Referral Code nehmen. Es gibt im Netz genügend andere, die Referral Codes anbieten, auf die ihr euch berufen könnt. Mein Code findet ihr auf der Seite oder hier unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch 6 Monate kostenloses Supercharging für euer Tesla Model 3 sicher. Aber nochmal zurück auf die Lieferzeit. Also die Fahrzeuge kommen jetzt und wenn man sich die Daten im Netz anguckt, wie viele sind denn wohl bestellt, so geschätzt und was kommt jetzt an Stückzahlen und auch merkt, wie der Druck da steigt bei Tesla und dass sie auch schon anrufen und sagen, willst du nicht schon haben. Ich glaube, dass die in wenigen Wochen, Monaten, ich sag mal in einem Quartal, wahrscheinlich den Run, der da im Moment auf dieses Tesla Model 3 abgeht, erschlagen werden. Das heißt, jeder, der eins bestellt hat, wird das innerhalb der nächsten 3 Monate bekommen. Und zwar egal, ob er eine Reservierung hatte oder ob er erst später bestellt hat oder auch ob er erst jetzt bestellt. Wenn er die richtige Konfiguration trifft, also Farbe, Ausstattung und so weiter und nichts Außergewöhnliches da bestellt, dann kriegt er das Auto relativ schnell. So, und das hat mich dazu bewogen, nochmal nachzuschauen. Ich bin mit dem Tesla Model S echt zufrieden. Der fährt gut. Kostenlos Supercharging, wie gesagt. Ich mag den Platz in dem Auto. Ich mag die große Heckklappe. Du hast ja fast ein Kombi, wenn du hier was einladen willst, was mitnehmen willst. Hast du enorm viele Möglichkeiten. Auch die Urlaubsfahrt mit dem Auto war entspannt. Was wir hier alles einladen konnten, war toll. Ich liebe diesen Platz. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ich werde nicht umsteigen aus Tesla Model 3. Ich werde mein Tesla Model S weiterfahren. Ich habe die Bestellung von meinem Tesla Model S heute storniert. Das Telefonat habe ich also gleich dazu genutzt, das Fahrzeug abzubestellen. Ich werde weiter beim Tesla Model S bleiben. Das Model 3 ist ein fantastisches Auto. Es ist, ich sag mal, es ist aber platzmäßig ein bisschen kleiner. Klar, der Kofferraum ist zwar groß genug, aber durch diese Luke kriegt man natürlich vieles da nicht so rein. Ich liebe diese Flexibilität, die dieses Model S hat. Insofern bleibe ich beim Model S. Verkaufen war auch erst so eine Option, dass ich mir Gedanken gemacht habe, na, willst du den Wagen vielleicht kaufen und willst ihn dann anbieten mit einem Aufpreis für jemanden, der nicht warten will. Aber ich glaube, das geht jetzt ganz schnell. Ich glaube, da wirst du in ein paar Wochen, kannst du bei Tesla reingehen und kannst sagen, ich hätte gern so ein Ding und dann kriegst du in 2, 3 Monaten dein Tesla Model 3, wie bei jedem anderen Autohändler auch. Da wird es keine Wartezeiten mehr geben. Insofern bin ich auch ein bisschen, na, enttäuscht möchte ich gar nicht sagen, aber ich habe am
31. März 2016 bei Tesla vor der Tür in einer Warteschlange gestanden. Kam mir also echt komisch vor, jetzt in einer Warteschlange zu stehen, um ein Auto kaufen zu dürfen. Das ist schon in unserer westlichen Welt schon etwas, was man so eigentlich nicht mehr kennt. Ich habe 1.000 Euro angezahlt und diejenigen, die wie ich das gemacht haben, kriegen das Auto dann 3-4 Wochen früher, aber das war's. Es gibt sonst keine weiteren Vorteile, es gibt kein kostenloses Supercharging oder kein Signature-Modell oder ähnliches. Das fand ich auch ein bisschen schade. Man merkt, jetzt geht es also rein nur noch um Stückzahlen, es geht ums Business, es geht ums Geschäft, es geht darum, die Dinger rauszuhauen und hier die Nachfrage zu erschlagen und hier auch einen Fußabdruck zu hinterlassen im Sinne der Elektromobilität. Ich denke mal, die Zulassungszahlen 2019, die werden sehr, sehr Tesla-lastig ausfallen. Und das wird auch der Punkt sein, wo die anderen Hersteller dann allerspätestens wach werden müssen, weil das geht nicht, dass Tesla die Zulassungszahlen anführt aus Sicht der etablierten Autoindustrie. Also ich denke mal, die werden hier alles abräumen. Ist auch in Ordnung, alles gut, haben sie viel für gemacht, gönne ich denen auch. Und wie gesagt, auf die Zahlen bin ich mal sehr gespannt. Für mich Thema Tesla Model 3 im Moment erstmal abgehakt. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich den hier eintausche, nur dafür ist er mir noch zu frisch, das mache ich nicht. Als Zweitwagen bekommen wir einen Smart 4x4 Electric. Der ist ideal für die Stadt, der ist richtig kurz und knuffig mit vier Sitzplätzen. Den können wir ideal bewegen. Ich brauche keine zwei Teslas in der Garage und ich denke, mit Aufpreis verkaufen wird auch nichts werden, weil der Markt einfach geflutet wird. In dem Sinne, die Info wollte ich euch nur geben. Wie gesagt, alle, die sich auf den Tesla Model 3 freuen, die werden ihn jetzt bekommen und dann wünsche ich euch viel Spaß und auf bald.